Seeidylle auf der Insel Rügen, stilecht untermalt vom typischen Sound ostdeutscher Automobile. Traditionell dominierte das Knattern von Zweitaktmotoren das Straßenbild der DDR. Gleichgültig ob Wartburg, Melkus, Simson, MZ oder das berühmteste DDR-Fahrzeug überhaupt. Der gute alte Trabi, irgendwie kann er einem ja leid tun. Da knattert er jahrzehntelang tapfer über die Straßen der DDR, benebelt die Menschen mit seinem strengen Zweitaktduft und macht eine ganze Republik mobil. Und was ist der Dank? Nichts als Hohn und Spott. Und sowas soll ein Meilenstein sein. Als im Jahr 1957 der erste Trabant unter dem Namen P50 auf den Markt kommt, kann er mit der westdeutschen Konkurrenz durchaus mithalten. Gut 13 kW sind zwar keine Kampfansage an Goggomobil, Käfer und Co. Abgeschlagen ist der ostdeutsche Volkswagen aber auch nicht. Das kam erst später. Das Modell, in dem ich hier sitze, das ist der P601, Baujahr 1990, einer der letzten, der überhaupt gebaut wurde. Und hier knattert seit 1969 ein Zweitaktmotor mit 600 Kubik und gerade mal 26 PS. Und das war jetzt in den 90er Jahren nicht mehr wirklich zeitgemäß. Die sozialistische Revolution war nun mal wichtiger als die automobilistische Evolution. Klar musste das Volk irgendwie von A nach B kommen, doch in der DDR blieb das Auto stets Mittel zum Zweck. So veränderte sich das Trabi-Design seit 1964 nur in Nuancen und auch das Motorkonzept galt bald als veraltet. Im Westen fuhren damit höchstens noch Motorräder und Rasenmäher. Zweitaktmotoren sind ja ziemlich simpel, kostengünstig und sehr einfach zu warten. Definitiv ein Vorteil in der wirtschaftlich ziemlich maroden DDR. Aber um mit so einem Ding einigermaßen flott unterwegs zu sein, da muss man schon ordentlich auf Drehzahl gehen. Und das heißt viel schalten. Und da setzt der Trabant auf eine sogenannte Krückstockschaltung. Das ist ein simples Rohr, das hier aus dem Armaturenbrett rauskommt. Und das seinem Namen alle Ehre macht. Denn präzise Gangwechsel sind hier fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist irgendwie ein echter Fahrspaßkiller. Für Urlaubsreisen in sozialistische Nachbarländer war der Trabi trotzdem maßgeschneidert. Seine antiquierten Blattfedern verkrafteten selbst miserable Straßen. Und die Höchstgeschwindigkeit von bis zu 110 Stundenkilometern reichte auf vielen osteuropäischen Pisten aus. Dank Trabi hieß es Plattenbau AD. Rennpappe oder Plastebomber, also alle Kosenamen für den Trabanten, die beziehen sich ja auf seine Außenhaut. Und die ist aus sogenannten Duroplast. Das ist ein nicht verformbarer Kunststoff. Eigentlich eine Notlösung, denn Blech war zu DDR-Zeiten absolute Mangelware. Aufgrund des Handelsembargos lieferte der Westen kein Stahl. Und das Material, das aus dem sozialistischen Bruderstaat Russland kam, das war gelinde gesagt von minderer Qualität. Aber vor Rost hat das den Trabanten trotzdem nicht geschützt, denn unter der Plastehaut, da steckt ein Stahlblechgerippe. Und das ist äußerst korrosionsanfällig. S wie Sachsenring. Das Logo steht für den Hersteller des Trabant, den volkseigenen Betrieb, kurz VEB, Sachsenring mit Sitz in Zwickau. Die Heckflossen des Trabi inspiriert von amerikanischen Straßenkreuzern der 50er Jahre. Ihre bis 1990 gültige Form, im damals hochaktuellen Doppeltrapezdesign, erhielt die Karosserie im Jahr 1964. Innen geht es spartanisch zu. Ein Lenkrad, zwei Instrumente und vier Sitzplätze. Garniert mit einer Handvoll Schaltern und ein paar Quadratmetern Filzstoff. Im Bug trällert der Zweizylinder-Zweitaktmotor mit 0,6 Litern Hubraum sein typisches Ring-Ding-Ding. Bei diesem Modell hier, da handelt es sich um einen Trabant S. Und das steht nicht etwa für sportlich, nein. Auch hier der standardmäßige Zweitaktmotor mit 26 PS. Das S, das steht für Sonderwunsch, wie man hier unten auf dem Originalstempel erkennen kann. Und in diesem Fall handelt es sich bei dem Sonderwunsch um eine kleine Ablage unter dem Armaturenbrett. Benzinanzeige sucht man übrigens vergeblich. Die gab es nur in der Deluxe-Variante. Auch hier wird standardmäßig mit dem Peilstock gemessen. Und in dem Fall reicht es noch für ein paar Kilometer. Okay.
Auch wenn er oft nicht für voll genommen wird, zusammen mit rund 100 Meilensteinen der Automobilgeschichte steht der Trabant im Zeithaus, dem Museum der Autostadt in Wolfsburg. Zu Recht? Durch technische Weiterentwicklungen hätte der Trabant P601 im Laufe seiner 24-jährigen Produktionszeit mit der westeuropäischen Konkurrenz Schritt halten können. Das Problem, die DDR-Führungsriege hielt solche Maßnahmen für überflüssig. Also wirklich weit vorausgeplant hat man in der sozialistischen Planwirtschaft ja nicht. So legten die Funktionäre für den Trabant eine Lebensdauer von gerade mal 7 Jahren an. Das ist besonders frustrierend, wenn man bedenkt, dass man durchschnittlich 12 Jahre auf ein solches Auto gewartet hatte. De facto war der Trabant aber durchschnittlich 28 Jahre auf den Straßen der DDR unterwegs. Und der große Vorteil war natürlich die einfache Technik, denn da kann auch der talentierte Laie die Hand anlegen. Der Haken auf einzelne Ersatzteile musste man oft genauso lange warten wie auf den Wagen selbst. So wurden viele Trabis von ihren stolzen Käufern noch vor der ersten Ausfahrt mit Wachsen geschützt, gehegt und gepflegt, so gut es eben ging. Schließlich wusste man, den nächsten Wagen bekommt man erst in vielen, vielen Jahren. Aus der Not geboren war der Trabi anfangs ja ein echter Technikpionier. Er war zwar nicht das erste Serienauto mit Kunststoffkarosserie, da kam ihm die Corvette zuvor, aber mit 3,2 Millionen Exemplaren definitiv das meistgebaute. Wie kein anderes Auto prägte er das Straßenbild der DDR. Er war das Volksautomobil der Ostdeutschen. Und ganz nebenbei funktionierte er auch noch als Metapher für die politische und wirtschaftliche Situation im real existierenden Sozialismus. Und damit ist ganz klar, der Trabi ist definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Und wer sich mit dessen Zweitakttechnik anfreunden kann und nebenbei noch ein Faible für absoluten Purismus hegt, findet heute im Trabi einen interessanten Einstiegsklassiker. Denn welchen anderen Oldtimer bekommt man heutzutage in gutem Zustand schon für knappe 3.000 Euro?